Friends, welcome to a new vlog. I'm back. What's up? Ich habe mir gedacht, ich nehme euch diese Woche einfach nochmal mit. Es passiert nicht so viel. Also ich habe mich jetzt fertig gemacht, fahre jetzt in die Uni und habe jetzt eine Vortragsvorlesung. Also wir haben gerade Blockwochen heißt es und dann haben wir jetzt, jeder aus unserem Kurs hat einen Vortrag. Meiner ist erst am Donnerstag, das heißt, ich muss erst am Donnerstag mit dem Vortrag fertig sein. Das heißt aber auch, dass wir noch ziemlich viel dafür machen müssen. Und heute ist ein Vortrag von Melissa aus der Uni und deswegen fahren wir in die Uni und schauen uns den an. Und genau, dann ist diese Woche noch Training. A lot of training. Und Laura und ich gehen morgen zu einem Basketballspiel. Und da dachte ich mir, nehme ich euch auch mit. Das wird, glaube ich, ziemlich interessant. Ich war noch nie beim Basketballspiel. Ich kenne mal die Regeln. Schauen wir mal, was wird. Aber ja, see you later. Aus der Uni. Wir haben eigentlich nur Mittagspause, es geht eigentlich weiter, aber Melissa bleibt, ich bleib nicht. Ich schwänze nicht. Ich schwänze auch nicht. Ich gehe trotzdem online rein. Aber wir gehen jetzt gerade zum Espresso-Haus und ich bleib dann da und mache meinen Vortrag weiter. Und Melissa geht danach zurück in die Uni. Aber wir dachten uns, ein kleines Mittags-Pick-Me-Up ist auf jeden Fall wichtig, weil wir sind beide todmüde. Stunden auch endlich nach Hause geschafft. Ich hatte wieder so viel BVG-Komplikationen. Heute sind aber auch zwei Pakete für mich angekommen und ich wollte schnell einmal alles auspacken mit euch zusammen. Als erstes habe ich ein Paket von Amazon. Es sind eigentlich nur Bücher angekommen, also wenn das nicht interessiert, es gibt einfach. Ich habe bestellt How My Neighbor Stole Christmas und das ist so eine Romance-Story über so Smalltown-mäßig an den Grinch angelehnt. Und ich liebe den Grinch. Das ist Buch Nummer 1. Hoppala, jetzt habe ich hier mein Regal runtergerissen. Und dann habe ich einmal noch ein komplettes Thalia-Paket bekommen. Und da ist die Off-Campus-Reihe drin. Hoppala. Die komplette Off-Campus-Reihe. Wir haben einmal The Deal, The Mistake, The Score und The Goal. Ich habe zwar alle vier schon gelesen, aber ich wollte sie trotzdem im Bücherregal haben. Und ich wollte vor allem The Deal auf jeden Fall nochmal rereaden, vor allem weil die ja weil die Serie jetzt bald rauskommt, beziehungsweise jetzt gedreht wird und das jetzt in eine Serie gepackt wird. Alle vier Bücher and I'm so excited dafür. Und ich habe mir extra die neuen bestellt mit den schönen Dingsies hier. Wer ist das? Buchrücken. Ja, vielleicht stelle ich sie auch so hin, weil sie sehen auch so schön aus. I don't know yet. Ich schmink mich jetzt ab, ziehe mich an und dann muss ich zum Training. Hallo Freunde. Wir haben es mittlerweile schon Dienstag und tatsächlich auch schon ziemlich spät. Also, naja, es geht. Also wir haben es jetzt, ich glaube, kurz nach 17 Uhr oder so. Und ich mache mich jetzt fertig, weil ich gehe heute zum Basketball. Und dafür werde ich jetzt erstmal meine Haare glätten. Genau, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe heute den ganzen Tag für meinen Vortrag Sachen vorbereitet, also quasi die Recherche beendet und alles, was halt noch gefehlt hat, bin so gut wie fertig, mache morgen dann noch quasi die Präsentation dafür und den letzten Feinschliff und dann kann ich am Mittwoch auch schon vortragen, ach Quatsch, Donnerstag,
bin ich nämlich dran. Und dann habe ich es endlich hinter mir. So, Freunde, Hair und Make-up ist soweit erstmal fertig, glaube ich. Ich lasse meine Haare einfach so. Ja, wahrscheinlich. Ich mache jetzt noch schnell Lipgloss. Pillow Talk von Charlotte Tilbury. Und Fixing Spray ist auch, wie heißt das? Airbrush Flawless Setting Spray. Auch von Charlotte Tilbury. So, Hair und Make-up ist done. Ich ziehe mich jetzt um. Dann mache ich noch Schmuck ran. Und dann kann ich auch eigentlich schon bald losfahren. Freunde, that's the fit. Ihr seht es nicht so ganz. Ich zeige es euch gleich nochmal. Ich rufe einfach hier so einen rückenfreien Body an. Und ich stelle euch mal hier oben hin. Ich glaube, jetzt seht ihr mich besser. Ja, ich mache jetzt noch schnell Ohrringe rein. Ja, Kette habe ich gerade keine. Ich hätte gerne noch eine Kette gehabt. Aber ich besitze zurzeit keine. Ich habe mir extra welche neue bestellt. Welche neue? Deutsch. Ich habe mir gerade letzte Woche welche bestellt. Und die sind leider noch nicht angekommen. Ich habe gehofft, dass die bis heute ankommen. Aber leider nicht. Aber naja, Welt geht nicht unter. Wenn ich mal keine Kette trage, dafür tragen wir jetzt Ohrringe. Die sind, glaube ich, von H&M. To be honest. Also nicht sehr fancy, aber ist auch egal. Ich habe das Gefühl, meine Ohrlöcher existieren nicht mehr, obwohl ich gestern Ohrringe getragen habe. Hallo? Ach da. Okay. Naja. And we're technically done. Ich zeige das Outfit nochmal andersrum im Spiegel. Und dann können wir auch schon los. That's the fit, Freunde. Mein Body ist von, also das ist Body. Der ist von Shein. Der ist, wie gesagt, voll, sehr süß. Und meine Hose ist ganz neu, die habe ich letzte Woche bei Zara gekauft. Ja, das ist einfach so eine Straight Leg, Straight Fit Jeans. Und meine Schuhe sind Stradivarius. Das sind einfach so Stilettos. Und ich finde sie mega süß, deswegen werde ich sie auch heute tragen. Ich weiß nicht, ist mir egal, das ist ein bisschen overdressed das. Aber ich habe richtig Bock auf die Schuhe und yes, that's a fit, I'm excited. See you later. Wir sind zurück. Leute, habt ihr Laura schon mal, wann habt ihr Laura das letzte Mal gesehen? Wann hast du das letzte Mal gevloggt? Wann habt ihr mich das letzte Mal gesehen? Ich kann was für Vlog. Lieben wir. Wir sind angekommen. Es war eine reinste Tortur, hierher zu fahren. Wirklich, es war so schlimm. Mindestens 24 Unfälle fast gebaut. Aber egal, wir haben es überlegt. Überlebt, nicht überlegt. Überlegt haben wir uns auch. Wir haben jetzt noch eine Dreiviertelstunde. Ja. Wir gehen jetzt langsam los. Machen auf jeden Fall noch Fotos. Gucken. Das Licht macht mich wahnsinnig. Ja, da ist so ein flackerndes Licht. Das ist richtig gruselig. Aber ja, wir gehen jetzt los und ich bin voll gespannt. Ja, ich freue mich voll. Ich war schon so lange nicht mehr beim Basketballspiel. Ja. Warst du schon mal bei? Ich war noch nie beim Basketballspiel. Ah, okay. Ich glaube, dir wird's gefallen. Ich war generell noch nie so bei so einer Sportveranstaltung. Aber ja, wir nehmen euch mit und halten euch auf den Laufenden, Leute. Ja. Wir haben uns verlaufen. Nein, also eigentlich nicht, weil eigentlich wollten wir zu einem Foto von Taylor Swift. Aber wir haben es nicht gefunden. Und jetzt haben die irgendwie schon angefangen, da drin irgendwas anzusagen und so. Und jetzt haben wir gesagt, da kommen wir schon rein. Aber waren halt jetzt auf der ganz anderen Seite, als von wo wir sitzen. Ich muss jetzt gerade zurücklaufen. Und ich merke schon, dass ich eine Blase an meinem Fuß kriege. Ist echt unangenehm gerade. Aber egal.
aus diesen Schuhen. Alter. Ich glaube, du hast 5 neue Blasen an einem Fuß. Meine Füße sind kaputt. Nee, das kann ich nicht sagen. Ich habe ein blutendes Pflaster in meinem Schuh gehabt die ganze Zeit. Aber es war schon offen, als wir noch nicht mal angekommen da war, sind. Also wir waren nicht mal da. Und ja, wir sind rein und es war schon offen. Ich muss zur Zeit schon anmachen. Direkt, mein Rücken ist so kalt. Ah, ja. Also, Leute, kurzes Spiel-Recap. Es war richtig geil. Ja. Am Anfang war es ein bisschen lame, weil wir lagen halt hinten. Und es, die anderen haben halt immer so für voll viele Punkte gemacht. Oh, ich habe mich richtig an wie so jemand, der sich gar nicht mit Sport auskennt. Ne? Und die anderen haben so voll viele Punkte gemacht. Aber dann, am Ende, so ab zweiter Halbzeit, ging es richtig los. Und dann war so Schluss. Also, und dann stand es halt einfach unentschieden. Ja. Und dann in der Nachspielzeit haben wir einfach gewonnen, Leute. Und es war richtig cool. Also am Ende war schon echt krass. Also echt generell nice. Die Spannung war voll cool. Ja, es hat mega viel Spaß gemacht. Wir machen es auf jeden Fall öfter. Definitiv. Haben wir gesagt. Ja. Okay. Und also, ich fahre uns jetzt gut und sicher nach Hause. Und dann... Ich habe das Auto nicht schnell warm. Es ist echt kalt. Ich hoffe auch, aber ich glaube schon. Oh. Wir sehen uns zu Hause, Leute. Tschüssi. Ah ja, Laura sagt tschüss. Tschüss. Freunde, Happy Wednesday. Der Tag ist schon wieder fast rum. Ich bin gleich, mache mich gleich los auf dem Weg zum Training. Aber gerade ist noch ein Paket angekommen and I wanted to show you. Oh my God. Endlich. Es ist nämlich endlich mein Schmuck angekommen. Also ich habe einmal die Ohrringe hier bestellt. Die sind relativ dick, ne? Naja, ja doch, sehen aber ganz gut aus. Dann habe ich so eine Ohrringe bestellt. Die sind so ein bisschen länger mit so Perlen unten dran. Dann habe ich hier, ich glaube, ein Dreier-Set Ketten. Das ist so ein, so ein Set, das man dann quasi so zusammentragen kann. Da ist so zwei Basic-Ketten und die hier unten hat einfach so ein Sternchen dran. Hier ist so ein kleiner, so ein kleiner Ständer. So, und dann kann man den hier so zusammen machen. Na? So, und nee, so. So, und dann kann ich mir so das Bücherregal stellen. Und ich habe eine Taylor Swift Zeitung, wo so Eras Tour Fotos drin sind und sowas. Und die wollte ich halt quasi offen hinstellen. Und deswegen habe ich mir das bestellt, dass ich das quasi so ins Bücherregal stellen kann. Dann habe ich mich hier so eine engere Jacke bestellt. Ich habe die aber in L bestellt, weil ich weiß nicht, wer mir da ins Gehirn geschissen hat. Aber ich glaube, die muss ich auf jeden Fall nochmal umtauschen in einer Nummer kleiner. Also ich werde es auf jeden Fall mal anprobieren. Aber ich glaube, ich werde da mindestens ein oder zwei Nummern kleiner nehmen, damit die halt eng ist. Aber ich probiere das alles erst morgen an. Dann ist meine Handyhülle mit einem super langen Dackel. Leute, ich liebe Dackel so sehr. Kann ich, die mache ich gleich an. Dann habe ich noch eine Kette mit einer Schleife drin. Oh, die ist auch süß. Mit so einem kleinen Schleifchen. Und noch eine Kette. Ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern, Leute. Ach ja. Ja, da habe ich gehofft, dass die bis gestern ankommt bei der Kette. Aber egal. Die ist hier so doppelt und dann ist hier so ein längeres Ding. Mann, ich habe gar keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Das hängt halt dann hier so runter. Fand ich richtig süß. Dann habe ich einen rosa Pulli bestellt. Einfach so ein. Oh, der ist tatsächlich dick. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der sieht auch voll groß aus irgendwie. Hä? Kann ich meine Größe nicht? Doch, der sieht schön dick aus. Der ist halt so ein schönes Rosa. Dachte ich mir, passt halt eigentlich zu allem. Und so Basics im Sweater habe ich definitiv nicht genug. Ich habe nämlich auch eine schwarze kurze Sporthose bestellt. Die ist kalt. Ist halt einfach eine schwarze kurze Sporthose, ne? Probiere ich gleich an. Eine letzte Sache, die werde ich aber, glaube ich, tatsächlich direkt zurückschicken. Und zwar habe ich noch die schwarze Jeans hier gekauft. Aber ich habe mir bei Zara letzte Woche eine schwarze Jeans erst gekauft. Und dann würde ich, glaube ich, lieber die von Zara behalten als die hier. Also ich werde sie noch anprobieren und gucken. Aber an sich glaube ich, dass ich eher die Zara-Hose behalten werde. Ja, das war's. Ich probiere jetzt die Hose an und dann muss ich ganz schnell zum Training eilen. See you tomorrow!
Okay, Freunde, ich benutze jetzt dieses Ding hier in meinem Bücherregal. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Und zwar sollte es einfach so hier hin. Und hier ist dieses Zeitungsbuch. Das hat mir Laura zum Geburtstag geschenkt. Das ist halt total geil, weil hier sind halt so viele Fotos und einfach Stories drin. Und quasi alles über Taylor Swift. And I love it. Ich suche mir jetzt kurz eine Seite raus, die ich da drauf haben will. Und dann versuche ich das mal hinzustellen. Es passt nicht. Oh, ich habe jetzt gar keinen Bock, dieses ganze Regal umzuräumen. Och Mann, ich hasse das. Ich hasse es, wenn meine Ideen nicht so funktionieren, wie sie haben will. Guten Morgen, Freunde. Happy Friday, everyone. Ich mache mich gerade fertig, beziehungsweise ich habe mich schon fertig gemacht. Ich schminke mich nicht, gar keinen Bock gerade. Und fahre jetzt in die Stadt und gehe zu Starbucks, weil ich habe richtig Lust auf Starbucks. Und dann setze ich mich da hin und dann chill ich einfach ein bisschen, lese ein Buch. Ich habe gestern Reckless beendet und fange dann jetzt heute, ich überlege gerade, ob ich Hopeless anfange oder ob ich was anderes lese. Aber ich glaube, ich lese erst Hopeless. Auf jeden Fall packe ich gerade meine Sachen. Ich habe mir gerade das Buch ausgesucht, wie gesagt. Ich muss noch ein Fleischstückchen abmachen. Und ich werde auch meinen Laptop mitnehmen und ein bisschen arbeiten, das Video hier schon schneiden. Und ja, gucken, was ich noch so finde an Arbeit. Es gibt immer was zu tun. Deswegen fahre ich jetzt los und dann sehen wir uns da. Taste-Test von so Crumble Cube, Crumble Cookie Dupes. Das hier ist Salted Pretzel und das ist Cinnamon Roll, glaube ich, heißt das. Oh, ich liebe es, wenn Kekse salzig sind. Schmeckt nach Weihnachten. Mhm. Ist echt gut. Oh ja. Ist auch ein bisschen salzig. Der ist auch echt gut. Mit der Creme hier oben drauf schmeckt echt lecker. Sehr schokoladig. Sehr schokoladig, aber sehr lecker. Okay, Rating. Also ich glaube, diesem Brezel-Ding gebe ich eine 9 von 10. Und dem anderen mit dem Cinnamon gebe ich eine 8 von 10. Genau, andersrum. Ja, dachte ich mir. Okay, wir haben noch Blueberry Crumble. Und ich habe vergessen, das heißt irgendwas mit Glazed Almond oder sowas. Also irgendwas mit gerösteten Mandeln. Der schmeckt so basic. Ja, der schmeckt mir auch nicht so gut. Ich weiß, was du mit Basic meinst, aber der schmeckt richtig gut doughy, also als ob der noch nicht so ganz durch wäre. Und ich mag das bei Keksen, wenn die nicht durch sind. Almond kriegt eine 6.
Und da krieg 9. 9? Der kriegt bei mir eine 5. Den fand ich langweilig. Und ich meine, dieses Marmeladending ist gut. Ja, aber das finde ich langweilig. Mir schmeckt der am besten. Den esse ich jetzt mal weiter. Freunde, Laura ist wieder da. Sie macht auch gerade... Oh Gott! Ja, deswegen! Wir hatten gerade Training. Was sagt Laura zu Crumble Cookie Dupes? Ich habe erst den einen. Ja, Jack hat den Chocky Pretzel hier. Der ist richtig hier. Lecker. Der ist richtig lecker. Ist immer noch mein Favorite. Der gefällt mir auch richtig gut. Der erinnert mich an diese. Hier ist auch drauf. Cinnamon Minis, ja. Ja, genau. Cinnamon Roll hier ist der. Gut. Was ist das hier? Glazed Almond oder sowas. Hm. Hier, schon drin. Nee. Ja. Ist nicht schlecht, aber ich mag andere mehr. Warte kurz. Oha, wie geil. Ich bin schon fest. Er kann sich doch hinten andingsen. Ich mach schon das Video dabei. Mhm. Hallo. Timothy ist da, macht auch Crumble Cookie Taste Test. Warum haben wir Crumble Cookie? Also Dat Cookie heißt das oder so. Oha, der ist geil, ja. Der ist auch mein Favorite. Der ist auch richtig lecker. Der ist auch sehr lecker. Wow. Der finde ich nicht so geil. Komm mal her. Ich habe nicht abgewissen. Glaubst du, die wird schon auch? Wow. Nee, danke. Okay. Nee. Du musst ihn probieren. Du musst ihn probieren. Der ist auch sehr geil. Ah. Cinnamon oder? Ja, das ist Zimtschnecke. Ist in Ordnung. Oh mein Gott. Ja, so richtig ist lecker. So geil. Oh, aber ich finde den finde ich nicht so geil. Nee, der ist, der ist mit Mandel. Und wann hatte die ganze Zeit da? Ich glaube, das ist der. Ich glaube, den mag ich am liebsten. Den magst du am liebsten. Ja. Lotte mag auch den am liebsten. Der ist richtig gut. Ich war da heute Mittag. Oh. Der ist auch geil. Aber der ist am liebsten. Der ist am besten. Ja, der ist am besten. Ey Leute, aber habt ihr mal Astrocam gegessen? Nee. Wann denn? Lieben meines Lebens. Ja, das als wir in Orlando waren und so ungefähr 5 Minuten Zeit für uns hatten. Aber $20? Ja, aber komm, ihr wart schon eher außerhalb essen als wir. Hättest du uns gleich mitbringen können? Ja, kennst du diese TikToks, wie die immer so das ja, mitnehmen? Ja, for real. Hättest du mal mitbringen können? Ja, auch, hab ich auch gesehen. Aber Paula meinte auch, bring mal mit. Ich so, wie? Ja, Box nehmen, mitbringen. Das ist lustig. Bestimmt auch. Die wissen der ist am besten. Nicht. Der hat recht gut. Ja, schmeckt aber der auch so gut. Der ist lecker. Der Schwarze ist auch geil. Hm? Ja, Laura sitzt auf seinem Platz. Achso. Laura kommt da nicht mit. Nee. Laura soll schon Kekse probieren. Ah. Ja. Tschüssi, wir sehen uns morgen. Doch, wenn wir das nächste Mal Training, oder? Oh, kann ich sehen. Achso, dann kann ich euch nicht alle nicht mehr sehen. Hey, ich kann euch immer sehen. Tschüss. Ich kann euch immer sehen. Kannst du mich halten? Ich will. Ja. Ich halte sie halt. Gute Nächte, Freunde, wir sehen uns morgen. Gute Nacht, träumt von mir, schlaft schön. Oh, guck mal, Licht geht schon aus. Perfekt. Bye, bye. Alle mal. Nee, warte mal. Schlaf, Kindchen, schlaf. Hey, Friends, long time no see. Meine Stimme ist obviously immer noch nicht da. Es ist Sonntagabend. Ich hatte basically das ganze Wochenende Training, also einmal frühs und dann nochmal abends und den ganzen Tag dazwischen habe ich halt nichts gemacht. Was irgendwie interessant für euch gewesen sein könnte. Also ich habe gestern eine Serie geguckt und heute habe ich TikTok geguckt. Also es hat wirklich nichts passiert in den letzten 2 Tagen, das ihr verpasst haben könntet. Deswegen würde ich an der Stelle das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Wie gesagt, bald geht es wieder los mit den Meisterschaften. Das heißt, dann kommt auch wieder ein bisschen mehr Cheer-Content. Aber... ja, ich hoffe, euch hat dieser Weekly-Content auch mal wieder gefallen und es ist nicht allzu langweilig für euch. Love you, thank you so much for watching. See you next time. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again.